Da, auf jeden Fall jetzt herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Und wir fangen einfach mal damit an, dass wir hier ein paar Skillpunkte nicht verteilen, weil wir haben nur zwei und die wollte ich sparen, das weiß ich noch. Dass wir mal in unser Tagebuch gucken. Genau, Kasumi. Mit der haben wir schon gesprochen. Die suchen wir jetzt, glaube ich. Doch nicht. Die ist weg. Wir sollen nach Bekenstein fliegen, okay? Auch in Ordnung. Ein Team, das ist die übergeordnete Mission. Citadel der Rat. So, wir sollen den Rat kontaktieren, zur Citadel fliegen. Begeben Sie sich auf die Citadel, verlangen Sie ein Treffen mit dem Rat. Das können wir machen. So. Eigentlich haben wir nur eine Quest hier. Ah, Aufträge. Ach, wir hatten noch was auf Omega. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Egal, das machen wir danach. So, besondere Zutaten. Das können wir hier machen. Auf der Citadel die besonderen Zutaten kaufen. So. So was, wir gucken uns jetzt einfach mal hier um. Hallo, Filat! Herr WoW-Süchtige. Alter, ich hab, glaube ich, weil ich nicht so fit war und ich wollte den Stream nicht anmachen, weil ich halt einfach angeschlagen war. Ich glaube, ich habe die letzten 3 Tage irgendwie 40 Stunden WoW gezockt. Willst du irgendwelche Fische kaufen oder vielleicht ein Modellschiff? Guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf der Citadel. Ich hab einfach so heftig in Dragonflight reingesuchtet, also das aktuelle WoW-Addon, was gar keinen Sinn macht, weil irgendwie in einem Monat oder in 2-3 Monaten kommt einfach The War Within, oder wie heißt es? The War Within raus. Also wieder ein neues DLC. Und das ist jetzt so am Ende vom letzten DLC. Also hat es im Endeffekt alles, was du jetzt machst, ist eigentlich scheißegal. Ich habe irgendwie die letzten 3 Tage, weiß ich nicht, 40 Stunden WoW gezockt. Weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. War auf jeden Fall geil. Empfehlung gefällig. Diese Geschäfte gehören ja dem Rat. Bekam Regierungsangestellte also einen Rabatt? Ja, in der Tat. Welche Position haben Sie? Ich war früher ein Spectre. Ach, herrje. Ich wusste gar nicht, dass ein Spectre kündigen kann. Jedenfalls berechtigt sie das nicht zu einem Rabatt. Wie wäre es, wenn ich noch jetzt eine Empfehlung von einem Mann drauflege, der Saren besiegt hat? Sie sind Shepard? Ach, herrje. Ich würde mehr verkaufen. Und das ist mit Sicherheit einen Rabatt wert. Was soll ich tun? Sprechen Sie einfach Ihre Empfehlung in meine Konsole. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ausgezeichnet. Ich lasse das von meiner Büro-VI sofort in unsere Werbung aufnehmen. Stark, Junge. Willkommen zurück. Diese Geschäfte gehören doch der Citadel, oder? Das ist richtig. Wir führen eine Auswahl von Dekorationen. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem, Bürger. So. Ein Weltraumhamster, Junge. Das kleine, fällige Nagetier sieht sie an und man möchte fast meinen, es würde wissend lächeln. Geil. Ich wollte schon immer mal einen Weltraumhamster haben. Da sehe ich mich auch. Was kostet der? 7666, Junge. Seitdem ich heute einen Grafiktreiber aktualisiert habe, geht einfach nichts mehr. Wie? Dann installier doch wieder den alten. Also ich kaufe mir auf jeden Fall den Weltraumhamster. Geil. Geil. Ich hab's noch gesagt, wo ich das leere Aquarium gesehen habe. Wie cool wäre das, wenn wir uns jetzt überall Fische dafür kaufen könnten, die dann da drin rumschwimmen. Skaldfische von Ilium. Große stichlingähnliche Fische, die in den Seen auf Ilium sehr verbreitet sind. Nehme ich. Modell Normandy SR1. Nehme ich. Modell Destiny Ascension. Ein kleines Modell des Asari-Schlachtschiffs, das bei der Verteidigung der Citadel gegen die Geth zerstört wurde. War das nicht das Schiff, wo der Rat drin war, der auseinandergenommen wurde in Mass Effect 1?
Nice. Leer gekauft. Sehr schön. Hab mir ein Monster Rehab geholt. Was hab ich hier? Kein Rehab. Aber die Rehabs sind, glaube ich, die finde ich geil. Ich glaube, die schmecken mir. So, jetzt erstmal die Frage. Nach welchen Kriterien erkunden wir das Ganze hier? Als der einzig wahre Erkunde. Gehen wir erstmal nur in eine Richtung oder machen wir das so split? Also, nee, wir gehen mal hier weiter. Oder gehen wir hier weiter? Hier geht's jetzt hoch. Okay, dann würde ich, glaube ich, erstmal das Stockwerk hier zu Ende erkunden. Nachrichten lauschen? Nee. Also ohne... Ja, ohne Kohlensäure. Das sind die geilsten. Das ist diese... Ja, Rehab, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was Rehab ist. Das ist dieses Ice-Tea Energy. Ich liebe die Dinger. Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakera bezahlen. Lebensmittel, Lebensmittel, Lebensmittel. Genau, erstklassige Vorräte. Die wollte unser Koch haben. Oh, schönes Sushi. Nehmen wir. Roman Ascension, der beliebte militärhistorische Roman Ascension von dem Menschenautor Drew Carpyshine, okay, beschäftigt sich mit mehreren Personen, deren Leben durch die Machenschaften des Cerberus-Kultes für das Überleben der Menschheit aus der Bahn geworfen oder gar zerstört wird. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber wir kaufen ihn. Roman-Enthüllungen. Klar, warum nicht? Wir kaufen alles. Wie im echten Leben. Kaufe ich auch jeden Scheiß. So. Galaktische Nachrichten? Nee, gerade nicht. So, okay, auf der anderen Seite ging's hoch und hier geht's runter. Wahrscheinlich egal, oder? Wo wir zuerst hingehen. Ich glaube, wir gucken erstmal runter. Hallo Mario, grüß dich. Ich habe mir ein paar Tage unfreiwillige Auszeit genommen. Danke für dein Teammates übrigens. Ich habe mir ein paar Tage unfreiwillige Auszeit genommen, weil ich mega Bauchschmerzen hatte und dann dachte ich, es wäre der Blinddarm. Und war aber doch nicht der Blinddarm, sondern nur irgendeine crazy schmerzhafte Entzündung irgendwie im Magen. Was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwelche entzündungshemmenden Pillen gefressen. Also kein Antibiotika, sondern so pflanzliches Zeug und langsam wird es wieder besser. Hallo Dennis, grüß dich. Mass Effect 2 Nostalgie? Ja, Mass Effect 1 war noch mehr Nostalgie. Aber Mass Effect 1 fand ich lang nicht so geil wie das hier. So, Gebrauchtschiffhändler. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Okay. Soweit sind wir noch nicht. Ein Schiff will ich nicht haben. Wir haben ein Schiff. So, was geht hier? Hirashimas! Koch. Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Tatsächlich ja. Oh, kurz gedacht, Tali ist da. Tut mir leid, ich versuche hier gerade eine Aussage aufzunehmen. Die Sache ist doch völlig klar. Sie hat meine Kreditkarte gestohlen. Verhaften Sie sie. Hab ich nicht. Nur weil ich Quarianerin bin? Seien Sie jetzt bitte ruhig und holen Sie mal tief Luft. Sie verhöhnen mich, Erdenclan. Nur weil ich habe mich schlecht ausgedrückt, Sir. Ich bitte um Entschuldigung. Sie behaupten, Sie würden zu Unrecht beschuldigt? Ich war unterwegs zum Gebrauchtschiffhändler, als er vor der Sirta Foundation in mich reingelaufen ist. Er hat weder angehalten noch sich entschuldigt. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt, seine verdammte Karte gestohlen zu haben. Sind Sie oft beim Gebrauchtschiffhändler? Ja, er hat viele schöne Modelle auf Lager. Da waren wir doch gerade. Ich würde gern eins kaufen und damit zur Flotte zurückkehren, aber... Ein Schiff wäre ein großartiges Geschenk zur Pilgerreise. Aber wir müssen die Rüstung wechseln von Shepard. Sie wissen, was die Pilgerreise Der Helm ist? Stört mich. Ich war mit einer Quarianerin unterwegs, die selbst Pilgerin war. Ich? Wow! Ich hätte nie gedacht, dass hier jemand so etwas für einen von uns tut. Teil 3 war immer noch der genialste, Kampfsystem beste und Story von 1 und 2 treffen aufeinander.
Warum sieht dein Charakter aus wie ein GTI-Fahrer? Wie sieht denn ein GTI-Fahrer? Haben GTI-Fahrer bei dir Ritterrüstung an oder was? Oder wo? Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Also, Dennis, bitte nicht spoilern. Ich sag's lieber, nach Elden Ring sage ich sowas lieber im Vorfeld, der Vorsichtigkeit halber. Bitte nicht spoilern, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf Teil 3. Aber jetzt momentan bin ich erstmal gespannt auf Teil 2. Also wir haben ja gerade erst mit Teil 2 angefangen. So, das hatten wir gerade, oder? Das habe ich gerade schon gesagt, glaube ich. Wissen Sie, wer die Wahrheit sagt? Mein Universalwerkzeug sagt, dass sie keine Karte bei sich hat. Aber sie könnte sie versteckt haben, um sie später wiederzuholen. Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Und sie ist ganz eindeutig obdachlos. Ich nehme sie mit zu Bailey. Soll der entscheiden, was mit ihr geschieht? Will der Typ aufs Maul? Was? Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Sie behaupten, sie hätte ihre Kreditkarte gestohlen? Sie muss es gewesen sein. Sie hat mich beim Verlassen des Geschäfts der Sitter Hallo Bären heute. Beinahe umgerannt. Warum muss jemand, der sie umrennt, gleich ihre Kreditkarte klauen? So arbeiten Taschendiebe nun mal. Sie rennen zur Ablenkung in dich rein und räumen dir dabei die Taschen aus. Man kann diesen clanlosen Quarianer nicht den Rücken zukehren. Diebe, allesamt. Sind Sie sicher, dass Ihre Karte nicht noch bei der Sirta Foundation liegt? Natürlich. So einen Fehler würde ich niemals machen. Ich habe dort nicht mal was gekauft. Die Karte war die ganze Zeit in meiner Tasche. Ja, Mario, ich habe das Game gespielt, als es rauskam, aber das war halt 2010 oder irgendwie sowas. Und ich genieße es gerade, dass ich nichts mehr weiß. Es ist legit, als würde ich das Game zum ersten Mal spielen. Klar, du hast so ein paar Dinge hast du noch so ganz dunkel im Hinterkopf. Also ich wusste noch, dass ich das Game damals, ich habe einfach gelebt in dieser Welt. Aber jetzt irgendwie, wer stirbt oder also... Ich keine Ahnung, ob jemand stirbt, aber ich weiß einfach nichts mehr von der Story. Es ist legit einfach Blackout, weil es so lange her ist. Bin mal wieder hier zurück aus Norwegen. Oh, der Bären heute war in Norwegen. Wie war's? Was hast du gemacht da oben? Du hast nichts verpasst, weil ich war die letzten Tage krank. Wir haben sowieso nicht gestreamt. Also heute ist der erste Stream seit Samstag. So, wir kümmern uns natürlich darum. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, was passiert ist. Sir, das ist eine Angelegenheit der C-Sicherheit. Wir tun alles, was wir... Alles, was wir können, um die Sache aufzuklären. Wir brauchen keine Hilfe von Zivilisten. Sollten Sie die Karte finden, informieren Sie bitte einen Officer. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. So, okay, dann gucken wir uns mal nach seiner Karte um. Ich habe ihre Hand in meiner Tasche gespürt. Ich meine, er ist schon irgendwie ein Keck, aber ich meine, alle von diesen Volus Boys sind irgendwie ein bisschen weird. Und ihr, eigentlich will ich ihr vertrauen, aber sie will sich ja unbedingt ein Schiff kaufen, um zu ihrer Flotte zurückzukehren. Also sie hätte ein Motiv. Aber wenn sie wirklich die Karte geklaut hätte, dann... Mir wurden eine Rückerstattung... Wäre ein erfrischender, wohlschmeckender Tupari-Sporttrink jetzt nicht genau das Richtige? Ja. Tupari, jetzt auch erhältlich mit rechtsdrehenden Aminosäuren. Alter Junge, mit rechtsdrehenden Aminosäuren. So, wo geht's hier hin? Ins Lagerhaus. Ich glaube, es ist eine Sackgasse, deswegen gucken wir mal kurz hier runter. So, was geht hier ab? Haben Sie einen Serviceauftrag? Nein, ich habe die Erstattung bekommen. Ist hier überhaupt irgendwas? Hier ist einfach gar nichts. Okay, vielleicht kommen wir später nochmal hierher. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt Monsterkebab. Kommen Sie schon, wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Bezirksmarkt? Und warum kommen Sie dann zu einem Lagerhaus des Sakara-Bezirks? Es wäre keiner mehr vorrätig. Deshalb Besuch bei einer Freundin in Norwegen. Crazy shit. Ja, Norwegen ist cool. Wenn es halt nicht so kalt wäre, dann wäre es fast Was perfekt denkst du, da Michael? Oben. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk.
Sollen wir jetzt jedem Geschäft unsere Empfehlung aussprechen? Mir sind Ihre Preise aufgefallen. Ganz schön happig. Bei allem Respekt, die Foundation ist an Profit nicht interessiert. Ein Teil unseres Umsatzes wandert in die Forschung zur Heilung von Erbkrankheiten. Wissen Sie, was Ihr Angebot populär macht? Viel Spaß, Filat. Eine Empfehlung durch den Mann, der Saren besiegt hat. Oh, ach herrje. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich gebe Ihnen mit Freuden meinen Angestellten-Rabatt, wenn Sie das für uns tun. Dann haben wir einen Deal. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ich werde das sofort in unsere Werbekampagne einbauen. Vielen Dank. Geschäft Nummer 2. Das ist unser Lieblingsgeschäft ist. So, Medigel-Kapazität, let's go. Damit für Geld haben wir eigentlich. Ja, auch nicht gerade viel. Lebenserhaltungsgurt erhöht Gesundheit um 10%. Das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, nice. Leer gekauft. Ich frage mich, ob wir irgendwie mehr Geld haben, weil wir kaufen, gefühlt kaufen wir sehr, sehr viel. Dadurch, dass wir Teil 1 gezockt haben. Weil ich glaube, wenn du einfach nur Teil 2 zockst, ohne deinen Spielstand zu importieren, glaube ich, hast du nicht so viel Geld, wie wir jetzt haben. Was? Nein. Empfehlung gefällig? Willkommen bei Saranus Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Die erkennen uns auch alle mit Helm. Ist auch cool. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Bleib doch hier, hat. Auch schön. Ich dachte, sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Oh, da können wir das erste Mal das Rote nehmen. Sie sollten mir Rabatt geben. Nein, nein, wir sprechen nur Empfehlungen aus. Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Nummer 3. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge, wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren. Unbedingt, sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das ist großartig, ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Es wird so geil. Wenn wir nachher hier durchlaufen und aus jedem fucking Laden, den es irgendwo gibt, kommt unsere eigene Stimme. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Die nehmen alles mit, was nicht irgendwo... Also Chat, ich sag's euch jetzt schon mal. Ich muss Sie bitten, sich zu beruhigen. Ich mach heute keine Liegestütze. Weil das macht mein Bauch nicht mit. Ich mach... Bei jeder Bewegung sterbe ich innerlich. So, also ich habe jetzt mal gesagt, wir streamen heute wieder. Draußen steht ein Volus, der seine Kreditkarte verloren hat. Haben Sie zufällig gesehen, wo? Ich erinnere mich nicht, dass ein anderer Wohlclan heute meinen Laden betreten hätte. Da war nur dieses Migrantenmädchen, das wieder einmal alle Broschüren angefasst hat. Das alle Broschüren angefasst. Draußen steht ein Volus, okay, das hatten wir schon. Karte verloren hat. Mit dem Officer reden. Ach so, hä? Haben wir nicht gerade mit dem geredet? Sie behaupten also, Sie hätten seine Credit... Gehen Sie bitte weiter. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Hä? Check ich nicht. Kreditkarte finden mit dem Officer reden. Wir haben doch die Karte noch gar nicht gefunden. Gehen Sie bitte weiter. Das hatten wir alles schon. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Moment,
Das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. Darüber weiß ich wirklich nichts. Ich versuche seit 2 Jahren diese Rückerstattung zu kriegen. Seit 2 Jahren. Sind Sie sicher, dass... Karim soll jetzt reinkommen, bin neugierig. Also ich auch. Zugeben. Was? Weshalb beschuldigen Sie mich? Ich habe nichts getan. Erstens, ich stelle hier die Fragen und Sie antworten. Zweitens, mir gefällt Ihr Ton nicht. Mario, das ist... Ich kann dir, wenn wir heute noch so weit kommen, ich kann dir nachher mal die Sternenkarte zeigen. Du hast im Endeffekt, du kannst auf jeden Stern, auf den du, wo du Bock hast, kannst du hinfliegen. Also in dem Sinne ist es Open World. Aber du hast natürlich Missionen und eine Mission hat jetzt, also wenn du 5 Missionen hast, sind die halt auf bestimmten Planeten sozusagen. Dann musst du schon zu den Planeten fliegen, um die Mission zu machen. Du könntest aber auch irgendwo anders hinfliegen. Draußen steht ein Volus, der seine Kreditkarte verloren hat. Haben Sie zufällig gesehen, wo? Ich erinnere mich nicht, dass ein anderer Wohlclan heute meinen Laden betreten hätte. Da war nur dieses Migrantenmädchen, das wieder einmal alle Broschüren angefasst hat. Okay, das hilft uns nicht wirklich weiter. Weil ich sehe hier, ich hätte mir gern die Broschüren angeguckt, die sie angefasst hat. Aber ich sehe hier auch, wir können da auch nicht rein. Also hier kommen wir irgendwie momentan nicht weiter. Man kriegt hier draußen kein frisches Fleisch. Ich bin von Gesetz wegen dazu verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass ich einen Universalwerkzeugscan durchführen werde. Gehen Sie bitte weiter. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Gehen Sie bitte weiter. Wissen Sie, wer die Wahrheit sagt? Mein Univers... Das hatten wir schon. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Okay, da können wir momentan auch nichts machen. Mir wurden eine Rückerstattung und ein Umtausch zugesichert. Ich soll hier einen neuen Universalkonverter abholen. Ich glaube, da sind Sie hier falsch. Nein, es hieß, ich soll zum Lagerhaus gehen und das hier ist ein Lagerhaus. Was mich nur wundert, wir haben die Karte ja nicht gefunden. Da steht aber, die Karte finden ist abgehakt. Hören Sie, ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen müssen. Obwohl wir die Karte nicht haben. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin und wieder motorische eins von vielen. Jake rennt so gerne. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Okay. Es tut mir leid, Sir, aber Sie haben nur eine Kreditkarte und die ist auf Sie registriert. Sie muss sie gehackt haben. Sie wissen doch, wie die sind. Alles Hacker. Sir, UBS-Kreditkarten können normalerweise nicht mal interstellare Verbrechersyndikate hacken. Wir haben 6 Biersorten vom Fass. Okay, aber... Ich bin verwirrt. Ich muss es kurz nachgucken. Ihre aktuelle Adresse. Gehen Sie bitte weiter. Das wollte Seien ich nicht. Sie vorsichtig. Können wir mit denen hier jetzt noch mal reden? Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Ah, okay. Nein, das wollte ich nicht. Bald wieder, Shepard. Falsche Antwort. Guten Tag, Bürger. Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Er hat nichts gekauft. Was tun Sie hier? Danke für Ihre Zeit. Kommen Sie bald wieder, Shepard. Ja, aber... Ich habe einen Ohrwurm. Stark. Ich weiß. Ich will ihn nur beschützen.
Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Also hat sie doch nicht die Quarianerin geklaut. Weil, dann können wir das Ganze hier mal auflösen. So, und was sagt jetzt unser Tagebuch? Also das mit dem Kreditkarte finden abgehakt, das war irgendwie weird. Das hat mich hart verwirrt. Also der Questlog war irgendwie ein bisschen buggy. Aber egal. Rose ist eine Diebin. Gehen Sie bitte weiter. Ihre Verhaftung. Wenn er mir nochmal sagt, dass ich weitergehen soll. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh. Naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Ich schließe hiermit den Bericht. Aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz. Sonst verhaften. Meinen Sie beide das im Ernst? Was? Sie haben dieses Mädchen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt. Und jetzt fällt Ihnen nur ein, sie könnte sie gestohlen haben? Jetzt aber mal ganz... Jetzt zu Ihnen. Sie wird belästigt und beleidigt und Sie wollen sie wegen Landstreicherei verhaften? Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich Sie wegen Behinderung der Justiz einbuchte? Try it. Sie glauben, Sie könnten einen ehemaligen Spectre einbuchten? Sie beide sollten jetzt einen Abgang machen. Ah, verdammter... Danke, ich würde Ihnen gern mehr dafür geben, als ein paar Worte. Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpaste in einem turianischen Asyl, aber ich überlebe. Danke. Nice! Ich habe einfach eine Schwäche für Quarianerin. Du siehst zwar nicht viel, aber ich wette, die sind cute. So. Die Karaoke-Maschine haben wir. Aber ich muss sagen, die Rüstung ist cool, aber ich kann Shepard nicht mehr ernst nehmen mit dem Helm. Wir müssen uns kurz umziehen gehen. Weil so, ansonsten ist jede Cutscene, die wir jetzt irgendwie haben und alle coolen Dinge, die wir tun, haben wir einfach diesen weirden Helm auf und das fühle ich irgendwie nicht. Deswegen gehen wir uns jetzt einmal kurz umziehen und machen den Helm weg. Haskell, ich bin stolz auf dich. So, einmal kurz zurück zur Normandy. Alter, ich wollte nur zurück zu Normandy, Junge. Ich wollte nicht nach Buxtehude fliegen, Alter. Oh mein Gott. Na gut, Commander, egal. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht. Yo! Wir haben jetzt Fische. Die haben wir gerade gekauft. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Sag mir nicht, dass diese Schiffsmodelle, die wir die ganze Zeit kaufen, dass es die hier sind, die hier... Hä, wie geil ist das denn? Oh, kann mal einer die Scheiße hier ausmachen? Hä, das ist ja cool. Liebe sowas. Also wenn du irgendwelche Sachen kaufst und sich dann in der wirklich... Also, und sich dann in der Game-Welt irgendwas verändert oder das hier ausgestellt... Ich finde das mega cool. So, wir haben irgendeine Nachricht. Sie sind nicht tot. Von Emily Wong. Sie leben? Wie konnten sie ihre Tarnung der letzten zwei Jahre fallen lassen, ohne ihre Lieblingsreporterin ein Exklusivinterview anzubieten? Wenn sie mal Zeit haben und reden wollen, sagen sie mir Bescheid, Emily Wong. Ein Geschenk aus Worten von Konsortin Shira. Commander, ich hatte schon befürchtet, mein Geschenk aus Worten habe Unrecht gehabt. Eine peinliche Vorstellung. Das war die aus Teil 1 in diesem Freudenhaus, Alter. Die uns dann nur weggetextet hat und dann sind wir wieder gegangen.
Doch nun teilen mir meine Kontakte mit, dass sie überlebt haben. Mit Freuden höre ich, dass ihre Reise weitergeht, obgleich ich spüre, dass sie eine noch tiefere Dunkelheit entgegenstreben. Beim Kampf gegen Saren wurden nur sie geprüft, aber nun geht es um mehr als ihre eigene Stärke. Unternehmen Sie alles, damit die Streiter an Ihrer Seite mit klarem Geist und freiem Herzen kämpfen. Machen Sie es gut, Konsortin Shayra. Nice. So. Panzerung. Das fühle ich irgendwie. Das. Wir können halt bei denen überall den Helm nicht... Also wenn wir die hier nehmen, dann können wir alles einzeln zusammenstellen. Das heißt, wir können sagen, kein Helm. Wir können eine von zwei Brustplatten auswählen. Da schalten wir sicher auch noch andere frei. Aber wir können den Helm weglassen. Das ist das Wichtigste erstmal. Wenn wir die hier nehmen, da können wir nirgendwo den Helm ausziehen. Das nervt mich halt ein bisschen. Weil die eigentlich echt cool sind teilweise, aber... Wir rennen halt dann immer mit Helm rum auf der Citadel. Das finde ich irgendwie übelst wack. Kennt ihr das, wenn ihr ein altes Game spielen wollt, das ihr früher auf LAN-Partys gezockt habt? Und dann später im Internet und dann nach 15 Jahren das Game einfach mal installiert, sogar den Server findet, auf dem man früher gespielt hat, findet. Total die Nostalgiegefühle und man kann sich fast an alles noch erinnern, wo man am besten handelt, wo man was herbekommt, einfach geil. Nachrichten für Sie, Commander. Tatsächlich nicht, aber ich hatte das einmal, ist aber auch schon ewig her, da habe ich gezockt und das habe ich eine Zeit lang so gesuchtet als Kind. Ich weiß nicht, ob das irgendwer noch kennt. Kennt irgendwer von euch Battle Realms? So ein Strategiespiel. Bitte sagt mir, dass das irgendwer von euch kennt. Battle Realms, absolutes legendäres Game. Ja? Das habe ich auch irgendwann mal wieder installiert und gezockt und es hat mich so weggeflasht, weil das Game einfach so geil, Normandy ist so cool. So ein geiles Schiff. Hallo Nighthawk! Einen wunderschönen guten Abend. So, Morden und Garrus. Wir könnten jetzt auch Kasumi mitnehmen, aber... Das Geile war einfach bei Battle Realms, du konntest praktisch... Du hast jetzt nicht wie bei Age of Empires irgendwie eine Kaserne gebaut und hast dann da verschiedene Truppen ausgebildet, sondern du hast immer mit einem Bauern angefangen und dann hattest du irgendwie 3, 4 verschiedene Armeegebäude. Dann hast du einen Bauern in so ein Armeegebäude reingesteckt und dann kam der als irgendeine Art von Soldat wieder raus, je nachdem, was das für ein Gebäude war. Und das heißt, du hattest mal eine Grundauswahl von 4 verschiedenen Soldatentypen, je nachdem, in welches Armeegebäude du deinen Soldaten gesteckt, deinen Bauern gesteckt hast. Und dann konntest du den Bauern in noch ein Gebäude reinstecken und dann hast du eine Kombi aus diesen 2 Klassen gemacht. Und da hattest du einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, was am Ende rauskommt, weil immer 2 Klassen eine Kombi ergaben. Das hat so Bock gemacht, da einfach mit diesem System rumzuspielen. Das war so cool damals.
Bei uns auf Lance lief immer Command & Conquer. Ja, bei uns auch. Und Medal of Honor, das kenne ich tatsächlich nicht. Bei unseren LAN-Partys lief tatsächlich Battle Realms. Mir gefällt das Age of Empires haben wir sehr viel gezockt. Ein Dauerfeuer des Todes. 1 und 2. Empfehlung gefällig. Geschäft Nummer 4. Na komm, na komm, Mensch. Na komm. Ich möchte einen Rabatt. Entschuldigung. Was? Hören Sie, ich weiß ja, dass unsere Spezies nicht gerade die besten Freunde sind. Sie sind Brudermörder. Ihr Admiral Hackett hat den Rat sterben lassen. Dagegen kann ich nichts mehr tun. Aber ich kann verhindern, dass die Geth noch einmal angreifen. Sie jagen Geth? Geth, Piraten, seltener Abschaum, überall in den Terminus-Systemen. Das ist gefährliche Jagdbeute. Ich mag ihre Spezies nicht. Aber ich helfe dem Feind meines Feindes. Ich gebe ihnen Rabatt, werde das aber leugnen, falls man mich darauf anspricht. Danke. Und jetzt verschwinden Sie. Ich gebe ihnen Rabatt, werde es aber leugnen, falls man mich da... Okay. So, schwere Pistole Schaden. Das brauchen wir auf jeden Fall. Was, wie viel kostet das, Junge? 50.000 Credits, Alter. Wir haben 111. Das ist einfach die Hälfte von... Ah, scheiß drauf. Das sieht interessant aus. Neue Rüstung kaufen wir immer. Ja, einfach VR-Brille, Alter. Scheiß drauf, komm. Sentry Interface, okay. Ich meine, die Sachen sind ja alle relativ günstig. So 6K, 5K, das geht ja noch. Aber das hier ballert halt übelst rein. 50.000, Junge. Nebenhand Munitionspack, das können wir auch kaufen. So, und jetzt haben wir offiziell kein Geld mehr. Wir sind schon wieder fucking pleite, Alter. Zahlen mit Sicherheit auch die Ausrüstung. Aber die heuern vermutlich nur Leute. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie. Aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Ich habe Command & Conquer so geliebt. Ich auch. Leider ist das Franchise gerade irgendwie tot. Oh, wobei, ja, habe ich auch. Aber was ich auch geliebt habe, war Warcraft. Warcraft 3 und Frozen Throne. Das haben wir auch so... Oh, die ist schon wieder hier. Oh, das kann ich nicht. Oh, nee. Warcraft 3 und Warcraft Frozen Throne haben wir auch so viel gezockt auf LAN-Partys und so. Das hat auch so Bock gemacht. Das war auch so cool. Kurz Zeit für die Presse, Shepard. Ja, komm. Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerlund News. Er wollte sie uns gerade die Hand geben und er hat den... Ich habe sie vor 2 Jahren interviewt, als sie Inspektor wurden. Sie haben sich vor der Kamera gut präsentiert. Haben Sie eine Minute Zeit? Müsste ich sie kennen? Ja, ich erinnere mich. Sie haben mich vorgeführt. Wir bleiben mal neutral. Also, das ist halt voll die Beleidigung. Müsste ich sie kennen? Sie wollten die ganze Zeit, dass es so aussieht, als hätte ich die Erde an den Rat verraten. Am Ende haben sie das Gegenteil bewiesen. Jetzt sind sie zurück und damit wieder eine Nachricht. Ich will nur ihre Geschichte hören. Es heißt, sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von ihren Worten ab. Demnach haben sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension im Stich lassen und fast 10.000... Ich habe genug von ihren unredlichen Behauptungen. Das hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen. What? Sie Mistkerl! What? Ich werde dafür sorgen, dass jeder in der Allianz das erkennt. Video prüfen. Haben wir es drauf? Gut. Kann das irgendwer klippen? Kann das irgendwer klippen? What? Was ist gerade passiert, Alter? Hallo Ingo, ich grüße dich. Dufti, wie geht's dir? Ja, geht. Noch relativ bescheiden, aber gut genug, um den Stream anzumachen.
Also so beim Laufen und so merke ich schon noch, dass es halt übelst zieht oder wenn ich jetzt irgendwie, ich kann auch nicht auf der linken Seite liegen, nee, auf der rechten, weil dann habe ich so ein Pain einfach, also ich kann nur auf der linken Seite liegen. Nina, geh mal bitte auf Clip und guck dir die letzten 3 Minuten nochmal an, du hast was Episches verpasst. Da war wieder die Qualle, die uns in Mass Effect 1 interviewt hat und die uns so auf den Sack gegangen ist und wir haben sie auseinandergenommen. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Bitte mach einen Clip, Nina. Werden dann 2 Credits, falls keiner einen gemacht hat. So, dann waren wir hier auch überall. Dann gucken wir mal hier rein. Ja, Filat hat's geklippt. Alles gut, Nina. Wir gucken es uns gemeinsam nochmal an. Danke, Filat. Ich habe genug von Ihren unredlichen Behauptungen. Hier, Nina, nur für dich. Wie gesagt, das war die aus Mass Effect 1 und die ist mir da schon auf den Sack gegangen. Deswegen habe ich jetzt die Gunst der Stunde einfach mal genutzt. Ich habe genug von Ihren unredlichen Behauptungen. Das hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen. What? Sie Mistkerl! What? Dafür sorgen, dass jeder. Hä? Wait a minute. Wait a minute. Dann machen wir es doch so. Ich habe genug von Ihren unredlichen Behauptungen. Was hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen? What? Sie Mistkerl! What? Ich werde dafür sorgen, dass jeder in der Allianz das erkennt. Video prüfen. Haben wir's. Vor allem, er sagt noch, das hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen. Good Guy Shepard. Hallo Karim. Ich will mich auch mit Shepi fetzen, stark. So, Marcel, viel Spaß im Lurk. Was macht Jäger da? Ich hau es mal rein. Bis nachher, Marcel. Nina hat Sadie Unterwäsche. Okay. Oh, können wir hier tanzen wieder? Was darf sein? Irgendwas Interessantes gehört, was hier so abgeht. Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Das Stärkste, das Sie haben? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es ist grün. Und haut Sie garantiert um. Außer Sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind Sie ganz tot. Momentan will ich nichts. Reicht das mal, oder? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich anders überlegen. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium. Getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia Sanasis Geschenkboutique. Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen ihren Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Stimmt, aber das wäre... Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Mehlblüten gegenüber der Röhre an. Wirklich sehr hübsch. Also, dass die Mucke auch nicht ausgeht, wenn wir im Inventar sind. Kargisch, ein Trogan auf Ebene 27 des Sakira-Bezirks, würde gern mal einen Fisch aus den Seen im Präsidium probieren.
Kargisch entweder die Wahrheit sagen oder in Delayers Samnesis Geschenkboutique einen falschen Fisch kaufen. Ein Kroganer auf Ebene 27. Wie jung ist die Mucke laut? Man sieht einen Bizeps in dem T-Shirt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach, den. Alles gut. Für den habe ich einen Waffenschein. Du Party. Wissen Sie, was gut ist? Allianz. Ebene 27. Wo ist Ebene 27, Junge? Ah, wir sind auf 28. Das heißt nicht zur Party. Das Lied heißt zu Party. So. Immer eure Haltbarheiten. Aber Karim, heute darfst du das. So, irgendein Krug. Ah, der da. Hä, die habe ich vorhin gar nicht. Was wollen Sie? Hab ich gar nicht gesehen vorhin. Lügen, ich hab so einen Fisch. Es gibt keine. Warum Fische? Warum interessieren Sie sich so brennend für Fische aus dem Präsidium? Weil es dekadent ist. Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Shaira vögelt. Hallo Malenio. Igitt. Asari sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Also, ich bin jetzt schon wieder kurz davor, dich einfach für einen Tag zu timeouten. Warum musst du so hier reinkommen? Sag doch einfach normal Hallo, bitte. Warum musst du mit einer Beleidigung hier reinkommen? Das muss doch nicht sein. Sag doch einfach Hallo, was geht. Oder sag Hallo, ihr Fische. Oder ja, alles gut, Filat. Ich versuche noch ein bisschen erzieherisch zu wirken, aber ich glaube, also er will unbedingt einen Fisch aus dem Präsidium. Da gibt's aber keine Fische. Jetzt können wir ihn anlügen und ihm irgendeinen anderen Fisch geben oder wir sagen ihm einfach die Wahrheit. Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt. Wozu denn das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. So, okay. Hätten wir das auch erledigt. Habe ich gerade abtrünniger Punkte bekommen, weil ich ihm die Wahrheit gesagt habe? Das ist doch eigentlich vorbildlich. Wäre doch eher beschissen, wenn wir ihn anlügen und ihm wirklich so einen fucking Fisch geben und er denkt dann, da leben Fische. Für 10 Credits bieten wir Datenschutz auf jedes bei uns gekaufte Spiel. So, okay. Aber ich muss sagen, der Club hier ist sehr realistisch, weil es einfach so fucking laut ist, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Einfach wie in einem echten Club. Oi, oi, oh mein Gott. Ja, vor allem. Alle sind komplett am Ausrasten. Alle sind komplett am Eskalieren. Und dann kommt einfach Sheppy. Oh je. So, aber ich glaube, dann waren wir hier überall. Auf der Citadel. Also zumindest auf der Ebene hier. So, die steht immer noch hier rum. Ist ja, aber ihr Auge ist wieder verheilt. Hey, klasse. So.
So, dann gehen wir mal zu dieser Rapid Transit Station. So, wir waren jetzt einmal am Dock. Ebene 28, aktuelle Position, Industriegebiet können wir nicht hin. Da waren wir auch, Büro von C-Sicherheit und Souvenirs. Da waren wir auch, da haben wir das mit der Kreditkarte gemacht. Und dann würde ich sagen, fehlt uns nur noch das Präsidium. Überall sonst waren wir schon. Ich dachte, die Zitadelle wäre größer. Aber auch gut, schön übersichtlich. Shepard, willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Nina, wir hatten die, Problem ist, diese ganzen Komplettrüstungen, die wir gefunden haben, die sind alle mit Helm und du kannst den Helm nicht ausziehen. Das heißt, du hast in jeder fucking Cutscene einen Helm an und das mag ich einfach nicht. Das ist, überleg mal, wir hätten jetzt einen Helm an, du siehst keine Gesichtszüge, du siehst keine Emotionen, du siehst nicht, ob er wütend guckt, ob er lacht oder... Ich finde, es nimmt dem Spiel sehr, sehr viel und deswegen nehmen wir die Standardrüstung, weil das ist die einzige, wo wir den Helm manuell noch ausschalten können. So, Captain Anderson, schön, Sie wiederzusehen. Es ist lange her, Captain. Ich bin jetzt Ratsherr. Ich musste meinen Auftrag niederlegen, als ich Teil des Rats wurde. Ich bin froh, dass Sie da sind. Obwohl ich darauf gehofft hatte, dass der Rest des Rats bei diesem Treffen ebenfalls anwesend sein würde. Leider hören Sie nur selten auf mich. Manchmal frage ich mich, ob Odina nicht doch die bessere Wahl für dieses Amt gewesen wäre. Epps Gesicht ist besser als jeder Helm. Odina muss ihnen helfen, sie waren die richtige Wahl. Ich mag Anderson, ich glaube schon. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird, aber ich kenne sie. Sie sorgen dafür, dass Dinge erledigt werden. Danke für Ihr Vertrauen. Aber Odina würde wohl kaum zustimmen. Seiner Ansicht nach habe ich beim Umgang mit Scheiß anderen auf Odina, noch viel Junge. Zu lernen. Der hat mich komplett getriggert in Teil 1 der Lappen. Der Botschafter kennt die Spielregeln der Politik. Sagen Sie ihm einfach, was Sie brauchen, dann wird er schon einen Weg finden, es durchzusetzen. Leider bedeutet das immer, den Rest des Rats zu verärgern. Sie legen gegen meine Vorschläge ein Veto ein und nichts ändert sich. Die Wahrheit ist, dass ich kein Talent dafür habe, meine Prinzipien zu verraten. Und das ist für einen Ratsherrn eine ganz schlechte Eigenschaft. Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit Ihrer Rückkehr viel geredet. Manches davon ist offen gestanden ein wenig beunruhigend. Ich wollte Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Handlungsweise zu erläutern. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive zu sehen. Mario, danke für deinen Hufeisen. Sie haben den vorherigen Rat beim Angriff der Sovereign auf die Citadel sterben lassen. Man ist der Ansicht, die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie. War's einzig richtige. Die Gerüchte über Ihre Zusammenarbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. Was machen Sie eigentlich da draußen? Wir hatten die Wahl, alle auf den Reaper zu schicken, der das komplette Universum zerstören wollte, oder den Rat zu retten. Junge, was mache ich? Natürlich kill ich den Reaper. Und rette nicht den fucking Rat. Hufeisen für Pascal? Nee, für mich. So, was machen Sie eigentlich da draußen? Ich rette die Menschheit. Hier geht's nicht um Cerberus. Die Allianz ließ mich im Stich. Wir retten die Menschheit. Was sonst? Cerberus scheint die einzige Gruppierung zu sein, der unsere vermissten Kolonisten etwas bedeuten. Die Kolonisten haben mein Mitgefühl, Shepard. Aber sie sind hinaus in die Terminus-Systeme gezogen, um sich von der Allianz loszusagen. Wir können sie nicht beschützen, aber sie können es. Zumindest versuchen sie es. Und ich habe das Gefühl, dass hier noch mehr vor sich geht. Die Kollektoren entführen unsere Kolonisten in den Terminus-Systemen. Und ich glaube, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Sie schienen immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Die anderen waren die letzten 2 Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten.
Warum sind der Rat immer solche Knechte einfach, die nichts machen? Sind die blind? Was ist mit Vigil, der Proteaner-VI auf Ilos? Die VI auf Ilos hat sich selbst abgeschaltet. Sie sind der Einzige, der mit ihr gesprochen hat. Genau wie Sie und Ihre Crew die Einzigen sind, die direkt mit der Sovereign gesprochen haben. Offiziell wurde die Existenz der Reaper als Mythos abgetan, den Saren verbreitet hat, um die Geth dazu zu bringen, ihm zu folgen. Wir kennen beide die Wahrheit. Und ich habe 2 Jahre lang dafür gekämpft, aber viel erreicht habe ich dabei nicht. Hallo, Rafa! Guten Abend. Manches ändert sich nie. Der ursprüngliche Rat bestand aus blinden, sturen Einfallspinseln. Der neue scheint nicht viel besser zu sein. Es liegt an Ihnen, die Reaper aufzuhalten, Shepard. Ich kann Ihnen nur einen Titel anbieten, falls Sie ihn wollen. Ich kann Sie wieder in den Spectre-Status erheben. Ich gewinne damit zwar keinen Beliebtheitswettbewerb, aber Sie können das nicht verweigern. Der Titel wurde Ihnen nach Ihrem Tod niemals offiziell erkannt. Außerdem sind Sie für die Menschheit nach wie vor vergilt. Wir sind immer noch Spectre. Der Rat kennt die Risiken, Ihre Meinung einfach so zurückzuweisen. Ich nehme alles, was Sie mir geben können, alter Freund. Und wenn es von Ihnen kommt, ist es genauso viel wert wie beim ersten Mal. Die Zeremonie fällt kleiner aus und hat mehr Symbolcharakter, als ihr gut tut. Aber in manchen Kreisen hat der Titel immer noch Gewicht. Der Rest liegt an Ihnen. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Wie nachtragend sind wir jetzt? Toll, ich brauche das nicht. Überrascht, ich besuche einen alten Freund. Also in Teil 1 hätte ich auf jeden Fall noch gesagt, ich brauche das nicht, weil Udina ist ein richtiger Lappen. War ein richtiger. Vielleicht hat er sich ja geändert. Hallo Micha. Twitch will mich nicht reinlassen, nervt. Why? Warum nicht? Immer gern, mein Lieber, ich weiß doch. Kannst du nicht Passwort vergessen machen, Micha, oder? Moin zusammen, hoffe es geht euch gut. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, aber nach 4 Tagen Pause dachte ich mir, oder 5 Tagen, ich schmeiß mal wieder einen Stream an heute. Aber bin auf dem Weg der Besserung. Noch 3 Wochen, dann Halskrause und Gips ab. Pünktlich zum DLC kann ich dann wieder zocken, sehr schön. Muss kurz auf TikTok Abo erneuern. Bis gleich, Rafa. Vielen, vielen Dank. Noch nie einen Geist gesehen, Udina? Natürlich habe ich schon gehört, dass Sie am Leben sind. Aber ich hatte nicht erwartet, Sie auf der Citadel zu sehen. Hoffentlich haben Sie nichts Unbedachtes getan, Ratsherr. Etwa ein Treffen mit dem Rat anberaumt. Das könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen führen. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Udina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Er hat ihn gefickt, Alter. Tut mir leid. Udina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Alter, das war unschön, dabei zu sein. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken eine Weile drüber nach, sagt er einfach zu ihm. Rafa mit dem Abo, vielen, vielen Dank. Ich küsse dein Herz, danke dir, Rafa. Ich soll mich verifizieren, was wiederum nicht klappt. Aber ist verifizieren, da kriegst du doch einfach irgendeine E-Mail mit einem Code oder eine SMS oder so, je nachdem, was du angegeben hast. Und dann gibst du den Code auf Twitch ein und dann bist du wieder verifiziert. Glaube ich. Also funktioniert es bei mir zumindest. Bis gleich, Nina. Warum feuern Sie ihn nicht? Hab mich nicht gestört. Udina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss.
Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr. Sieht aus wie bei Halo. Ich gar keine Zeit hätte. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Sie sollten mit mir kommen. Ich glaube, er wird halt eh nicht mehr. Er kann ja nicht einfach hier weg. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Das war's, oder? Das war's. Und hier waren wir überall schon. Das heißt, wir können, wir haben alles auf der Citadel erledigt. Das heißt, wir können einmal zurück zur Normandy. Sieht so cool aus. Ich könnte die Cutscene noch skippen, aber es sieht einfach geil aus. So, Tagebuch. Wie lange will da eigentlich noch neu dran stehen, bis ich es aufmache, oder? So, Aufträge. Ah, wir müssen nochmal zurück nach Omega. Da habe ich nämlich was vergessen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die Aufträge, weil das sind ja so Nebenquests. Dann machen wir erstmal die Nebenquests und danach machen wir die Hauptquest. Wir haben die Zutaten für unseren Commander, Koch. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine ich neue Nachricht es ist einfach, erhalten. Es ist einfach so ein fucking Spam, was wir hier an Nachrichten kriegen. Von Samesh Bhatia, Commander Shepard, Mr. Udina war so nett, diese Nachricht für mich zu übermitteln. Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung der Leiche meiner Frau danken. Ah, das haben wir doch... War das nicht Teil 1? Das war doch Teil 1. Der Schmerz über den Verlust von Nirali bleibt zwar, aber dass sie ordentlich bestattet wurde, hat mich mehr getröstet, als Sie sich vorstellen können. Ich habe auf der Erde ein Restaurant eröffnet, wie meine Frau es immer wollte. An der Wand hängt ein Bild von Nirali und für Allianzsoldaten ist das Essen umsonst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Mut zu ehren, mit dem Sie und meine Frau der Menschheit gedient haben. Hochachtungsvoll, Samesh Bhatia. So. Jetzt bringen wir trotzdem erstmal unserem Koch seine Zutaten. Mir fehlt der Chat. Das glaube ich, Micha. Aber hast du mal geguckt, ob die Handynummer stimmt? Hast du mal geguckt, ob irgendwie, keine Ahnung, ob dein Handy so ein Spam-Ordner hat oder irgendwie sowas für Nachrichten, dass es vielleicht da reinkommt? Commander! Die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Nice. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Stark. Sehr stark. So, dann Tagebuch, Aufträge. Omega. Let's go.